Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Karlsfeld. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, in Karlsfeld sind wir unterwegs mit unserer Ortschaft der Woche. Vor diesem kleinen Häuschen haben wir Halt gemacht, weil da steht's: Heimatmuseum im alten Rathaus. Bedeutet, es gibt also ein Heimatmuseum und es ist im ehemaligen Rathaus. So, und da gibt's eine Klingel. Da ist das neue Rathaus übrigens. Hallo? Grüß Gott! Ja, wenn man so lächelnd entgegengenommen wird. Grüß Gott! Schieder ist da. Servus. Mein Name ist Oberbauer. Vorname? Ilsa. Die Ilsa. Und das ist der Rudi. Ja, schön. Und da haben wir nur einen. Grüß Gott. Da ist ein Herr. Der ist wer? Ich bin der Horst Rupp-Röder. Horst, grüß Gott. Ja. Das ist jetzt das Team vom Heimatmuseum Karlsfeld. Ja, so ungefähr. Wie lang seid ihr dafür schon unterwegs? Also wir haben 2003 angefangen in einem alten Bauernhaus und sind dann umgezogen ins alte Rathaus. Mhm. Und nach dem Umbau jetzt 2014 haben wir den unteren das Erdgeschoss und den großen Saal und oben den ersten Stock. Sauber. Und für das Team gibt es natürlich noch viel mehr Mitarbeiter, die sich hier einbringen. Das heißt, die mit den technischen Sachen befasst sind, aber auch die den Schurdienst machen. Denn wenn die während der Öffnungszeiten braucht es ja Personal. Muss jemand da sein? Ganz wie oft habt ihr immer offen unter dem Jahr? Am ersten und dritten Sonntag im Monat. Ja. Und bei Sonderausstellungen dann zwischendrin auch nochmal oder zu Führungen. Also je nachdem. Und wenn jemand kommt, der es sehen will und es ist nicht geöffnet, darf er bei mir klingeln. Und dann gehe ich mit vor. Weil die Frau Oberbauer mir gesagt hat, man ist gleich dahinter wohnt. Gell? Mama ist gut, Mama ist schlecht, wenn man so nah am Arbeitsplatz macht. Habt ihr gerade eine Sonderausstellung? Ja, natürlich zur Weihnachtszeit gehört sich's. Ganz besonders in der Stimmung, dass wir mal reinschauen dürfen. Was ist denn so die Hauptarbeit hier im Heimatmuseum? Also ja, verwalten, schauen, suchen? Alles, was man den versucht, den Leuten näher zu bringen, damit sie Karlsfeld als ihre Heimat anschauen. Also das Karlsfelder Heimatmuseum wurde ja eigentlich durch die Spenden, durch die Gaben der Karlsfelder überhaupt erst aufgebaut. Das heißt, keine der Exponate haben wir irgendwie groß eingekauft, sondern es ist echt von Karlsfeld. Kommt von den Leuten. Genau. Wie zum Beispiel, da sind ja auch Krippen und kleine Figuren. Und da haben wir, das bringen die Leute vorbei, sagen, servus, Lisa, ich hab was. Ja, und wolltest du es ausstellen? Ja. Und das sind ja die Leihgaben, die praktisch nur während dieser drei Adventssonntage dann zur Ausstellung kommen. Mei, da hinten, das ist eine schöne Krippe und ein sehr schöner Christbaum. Ja, ein ganz besonderer. Wieso? Ah, darf man den mal anschauen näher? Ein Christbaum aus Gänsefedern. Seine Nadeln Gänsefedern. Aus Gänsefedern. Eingefärbte Gänsefedern. Und ist auch noch zusammenklappbar. Die hat man also dann im Ersten Weltkrieg den Soldaten an die Front geschickt. Aha. Und das ist schon etwas ganz Besonderes von der Familie Ritterer. Und das auch schön. Wir versuchen immer möglichst vielfältig die Sachen zu bringen, also auch moderneres Outfit. Mhm. Und haben heuer eben auch noch speziell zu den Krippen die himmlischen Heerscharen dazu gesetzt. Ja, und gerade dieser Kontrast zum Beispiel von dieser klassischen Kastenkrippe und dieser modernen Aussägearbeit von einer Baumscheibe ausgesägt, ja, das ist das, was eigentlich der Reiz von diesem Museum darstellt. Was habt ihr denn alles für Sonderausstellungen zum Beispiel schon gehabt, je nach Zeiten? Die letzte Sonderausstellung war die aus den Jahreszeiten oder wie hieß sie genau der Titel? Im Rhythmus des Lebens. Stationen des Lebens, sozusagen von der Geburt bis zum Tod, ja, wo sich im Grunde jeder selber gefunden hat. Und was dann ganz lustig war, die Schulkinder sind nur bis zur Kindheit und Schulzeit gegangen. Ach, das andere sind nicht interessiert. Und der ältere Mensch ist gleich noch hinten, oder? Sterbgang. Von der Wiege bis zur Bahre. Ja.
Die Arbeit an sich, die ihr dann also beschäftigt, das auch herrichten, ja. Das ist ja eine Heidenarbeit, Ilsa. Ja, nein, das ist halt so. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass ihr beiden das dafür ja so abgestellt wurdet und jetzt sind die Intelligenten am Archiv und an der Geschichte dran? Ja, ich habe natürlich durch meinen Beruf, ich war Lehrerin, schon immer mit Heimatkunde zu tun gehabt, versucht, das den Kindern näher zu bringen. Dann kurz bevor ich pensioniert worden bin, habe ich dann die Chronik von Karlsfeld geschrieben. Also musste ich mich mit der Geschichte beschäftigen. Ja. Und dadurch, dass ich sehr viele Leute kenne, war das auch so, dass die dann gesagt haben, ja, wir bringen das und das ins Museum vorbei, gerade was die Flüchtlinge anbetrifft. Ja, ja, klar. Und wir kriegen jeden Sonntag, kommt irgendeiner, der was bringt. Also das Lager ist voll sozusagen. Ja. Es gibt aber ja eine grundsätzliche Dauerausstellung, die ist im hinteren Trakt, oder? Dürfen wir da mal hingehen? Also los geht's, erster Stock auch noch. Ja. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Karlsfeld. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Da geht der Frau Schieders Herzl auf. Man ist das was schön. Eine Musiktruhe, 110 Jahre alt. Und so einen Stoßplatten haben wir dazu gekriegt. Nein, das sind also sozusagen Platten. 110 Jahre alt. Ist es im Prinzip ein bisschen vom Leierkasten, oder? Ja, schon. Okay? Ja. So. Das ist zum Beispiel ein Unikat. So, da geht es jetzt direkt hinein in die Dauerausstellung. Ja, sauber. Und links geht es halt an mit der Sage von der abgehauenen Hand, die in der Rotschweige stattgefunden hat, was der älteste Ortsteil ist von Karlsfeld. Also vielleicht müsste man so sagen, das Museum hat zwei Prioritäten. Mhm. Die eine Priorität sind diese 200 Jahre Karlsfeld, die eigentlich viel früher beginnen, wie die Frau Oberbauer gerade sagte, eben mit dieser abgehauenen Handsage aus dem Jahr 1150. 1127. Ja. Und von dort aus geht es dann direkt chronisch weiter. Zwei? Ja. Und benannt nach dem Karl Theodor, nach dem zweiten Sohn von Max Josef. War das mal Karlsfeld? Das war Karlsfeld. Und da hat es aufgehört mit 16 Häusern, wobei das 16. Haus zwischen 8 und 10 steht, weil es halt das 16. Haus war. Und für die jungen Leute haben wir das jetzt fotografiert, damit die das mit dem neuen Karlsfeld ein bisschen zuordnen können. Und das ist dann schon ganz lustig, wenn es da steht und sagt, was, so hat das einmal ausgeschaut. Das ist verrückt. Der Mediamarkt und so. Teilweise steht das alles gar nicht mehr da, ne? Und völlig neue Gebäude sind drauf. Und das geht dann praktisch da die Münchner Straße entlang, die alten Häuser. Wo habt ihr jetzt eigentlich so einzelne Teile her, Bilder auch? Alles von den Leuten. Also den Bauernhof, da ist der Eigentümer dann gestorben und die Nachkommen oder Erbengemeinschaft hat nicht viel Interesse daran gehabt. Dann ist es ausgeleert worden und das durften wir ausräumen. Man muss natürlich dazu sagen, hier ist ja auch Torfgebiet gewesen, ne, dass man das auch mal weiß, das Dachauer Moos. Ja. Auch das gibt es hier zu sehen. Zwei der Gebäude existieren jetzt noch. Einmal die Ludelkapelle und dieses Ludelsommerhaus. Die sind nach wie vor noch hier. Rechts und links oder auf der einen Seite von diesem McDonald zu von sehen. Einem Schnellrestaurant, ne? Ja. Dann kennen uns alle Kinder. Das ist genau das Gute. Genau, man muss ja auch in die neue Zeit ein bisschen hineintragen. Oder wie vermittelt man sonst die Geschichte an junge Leute? Du hast ja Erfahrung damit gehabt, ne? Als Lehrerin. Und dadurch wusste jedes Kind, wo die Ludelkapelle ist. Früher war der Ortsmittelpunkt wirklich hier der alte Wirt. Und von diesem alten Wirt haben wir ja eine ganze Reihe Originalexponate da. Hier aber zunächst ist denn das da, oder? Ja, eine Schießscheibe. Ach, das ist eine Schießscheibe. Ich habe halt mal gar keine Ahnung. Gell? Dann oben reingeschossen und dann ist die ganze Geschichte runtergerutscht. Auch da muss man mal nach Karlsfeld kommen, dass man das versteht. Natürlich die Schulbank, die darf nicht fehlen, das ist klar. Auch das. Noch an unserem großen Baggersee vorbei. Ehemaliger Baggersee, jetzt Erholungsgelände. Der Karlsfelder See, klar, da sind wir auch schon mal des Öfteren draußen gewesen. Ja, der Karlsfelder See, der heute dieses wunderschöne Gelände hat, hat früher dieses schreckliche Steilufer gehabt.
woraus dann eben dieser Kies entnommen wurde und in den Eisenbahnwagen abtransportiert wurde. Mhm. Als dann die Karlsfelder dann eben versucht haben, hier ihr Badevergnügen denn zu finden, dann mussten sie mühsam hier ganz steil heruntergehen und dann anschließend gefährlich wieder raufklettern. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Wer jetzt mittlerweile am Karlsfelder See ist, weiß, dass es also jetzt einfacher ist, ins Wasser zu kommen. Aber er hat vielleicht noch Angst vom Emil, weil bei uns ist einmal ein Krokodil ertrunken. Ja, das ist, Karlsfeld ist dadurch nie, berühmt geworden mitunter. Nie aufgetaucht. Haben Sie selber auch nicht in Ihren Forschungen herausgefunden? Nein. Wir haben eine Sage draus gemacht in der Schule. Das ist der Grund, weswegen wir hier oben noch dieses Krokodil haben. Aber auch damit können die Kleinen dann da was anfangen, gell? Ja. Das ist klar. Das, schaut ihr täglich rein? Macht ihr auch mal heimatmuseumsfrei? Wie ist es so dann im Alltag? Nein, wir haben also ich bin jeden Tag mindestens einmal da, weil es gibt ja immer irgendwas zu tun. Ja. Und ja, man schaut halt immer, ob alles in Ordnung ist. Und sind hier die Relikte aus der Gemeindeverwaltung, früher der Ein-Mann-Betrieb von den Bürgermeistern hier und dann die handgeschriebenen Protokollbücher, die in der Süderlin-Schrift geschrieben sind, bei denen wir erst mühsam überhaupt eine Übersetzung anfertigen mussten. Das ist ja, kommt ja auch noch mit dazu. Mal zum Geschmackerl machen, weil wir sind ja unten im ersten Stock. Ganz kurz, was habt ihr da noch? Ist ganz wichtig, ein sogenanntes Flüchtlingszimmer, wo die Leute, die geflohen sind und die nach dem Krieg in Karlsfeld ansässig wurden, Sachen uns geschenkt haben, was sie aus der Heimat mitgebracht haben. Meine Lieben, die Zeit ist leider schon vorbei. Ja. Wir sind schon durch. Karlsfelder Heimatmuseum, einfach mal vorbeikommen. Die Ilsa, die Frau Oberbauer, ist immer da. Gell? Ja. Jetzt habe ich was Falsches gesagt, aber man kann immer klingeln. Und dann vorbeischauen und sich einfach mal eine schöne Stunde die Geschichte gönnen. Ja. Danke für die Zeit, alles Gute weiterhin und schöne Ausstellungen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Karlsfeld. Wechseln auch Sie.